Ja, ich würde ganz gern irgendwann mal vielleicht unter Umständen in Südafrika einen Backpackers aufmachen. Das ist aber einer meiner vielen Träume. Der ändert sich auch jeden Tag. Aber dieser Traum hat schon eine große Priorität. Ob es in Südafrika ist oder woanders auf der Welt, ist ja relativ egal. Aber es wäre eine Möglichkeit, ja. Wie kommst du darauf? Ja, ich reise ja sehr viel und sehr gerne. Und wenn ich reise, dann übernachte ich immer in Backpackern bzw. in Hostels. Und habe ich schon immer so gemacht und ich finde es einfach viel attraktiver als in einem Hotel. Da bin ich das ganze Jahr, wenn wir mit der Nationalmannschaft oder mit der Mannschaft unterwegs sind, mit Frankfurt unterwegs sind. Und wenn ich im Urlaub bin, dann will ich ein bisschen Individualität haben, ein bisschen anderes Klientel. Und das ist halt den Backpackers gegeben. Ja. Bedeutet, wenn du ein Hostel aufmachen willst, dann ist das sehr wichtiger quasi Punkt im ganzen Business, weil wenn du sagen wir 200 Betten hast, dann hast du sehr viele Wäsche zum Waschen, ne? Und deswegen haben wir so ein Teil hier, Ja. sieht ziemlich big aus, muss auch sein. Bisschen Haushalt hier. Betten machen. Bisschen Betten machen hier. Neugierig und offen, ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich glaube, ich bin einer der neugierigsten Menschen und ich bin sehr, sehr offen allen und jedem gegenüber. Ich bin total intuitiv, ja. Ich glaube, das ist eine meiner größten Stärken, dass ich viele Sachen nicht plane, beziehungsweise mir nicht viele Gedanken darüber mache, sondern dass ich es einfach geschehen lasse und einfach aus dem Bauchgefühl heraus entscheide. Ich bin chaotisch, aber trotz allem komme ich ans Ziel. Ja, die meisten Leute gehen von A nach B und ich nehme meistens einen Umweg über C, aber komme trotzdem dann auch nach B, also zum Ziel. Am liebsten lache ich über mich selber und wenn die anderen dann auch noch drüber lachen, finde ich es auch ganz nett. Ich bin sehr ehrgeizig und sehr diszipliniert, auch wenn man es nicht denkt, aber es kommt darauf an, wo und wann. Also ich bin sehr ehrgeizig im Sport und wenn ich eine Sache anfange, dann ziehe ich es auch sehr ehrgeizig durch und mache es auch, wenn ich mich für irgendwas entscheide. Ob jetzt meine Physiotherapieausbildung oder jetzt auch im Kampf um die Nummer 1 damals mit Silke, da war ich schon sehr ehrgeizig und auch sehr diszipliniert. Aber außerhalb bin ich halt manchmal nicht ganz so diszipliniert. Aber wie gesagt, man muss halt die Erfahrung haben, wann man disziplinlos sein kann und wann nicht. Und nicht zu vergessen, das Handtuch. Also ich stelle mir es einfach nicht so schwierig vor. Also es kommt natürlich auf die Größe drauf an. Wenn ich eins habe wie hier mit 200 Betten, das wäre mir natürlich viel zu groß. Aber ich habe in Südafrika in einem Backpacker geschlafen, Coffee Bay. In Coffee Bay, das hatte drei Hütten oder vier Hütten und das werde ich wohl hinkriegen.